Ja, ich begrüße Sie heute Abend zu dieser Veranstaltung. Winfried hatte oder Herr Brömmel hatte ja schon einige Sachen jetzt vorgestellt. Ich entschuldige auch nochmal, dass ich etwas verspätet bin. Bei uns ist gerade das Internet ausgefallen. Das ist ja leider in diesen Tagen nicht immer ganz so das, was man sich dann Punkt 19 Uhr wünscht. Aber jetzt sind wir da, jetzt können wir loslegen. Ich habe ein paar Basisinformationen zum Europäischen Parlament für Sie, damit wir alle auf einem Stand sind. Und dazu gehe ich jetzt einfach einmal durch diese Folien durch. Wenn Sie da Fragen zu haben, schreiben Sie die uns doch direkt in das F&A. Dann können wir die schnellstmöglich beantworten. Das Europäische Parlament bzw. seine Vorläufer, die gibt es schon sehr, sehr lange, nämlich seit 1952. Aber erst seit 1979 werden sie direkt vom Volk gewählt, alle 5 Jahre von den Bürgerinnen der EU. Die letzte Wahl war im Mai 2019, da erinnern wir uns vielleicht auch noch dran. Die Standorte sind vor allen Dingen in Straßburg und Brüssel und es gibt noch eine weitere Dépendance in Luxemburg. 750 Mitglieder hat das Parlament aktuell, der Präsident ist David Maria Sassoli. Und das Parlament ist zuständig unter anderem für die Gesetzgebung und den Haushalt, wobei man bei der Gesetzgebung beachten muss, dass das EU-Parlament kein Gesetzesinitiativrecht im klassischen Sinne hat. Es ist sozusagen dafür verantwortlich, EU-Rechtsvorschriften zu verabschieden, also darüber abzustimmen. Und das Ganze geschieht in Zusammenarbeit mit dem Rat der EU auf Grundlage von Vorschlägen der EU-Kommission. Wenn man das ganz grob zusammenfassen möchte. Dazu kommt natürlich die Entscheidungsgewalt über internationale Abkommen und über EU-Erweiterungen sowie die Prüfung und die Aufsicht über also gewissermaßen Aufsicht über die Kommission. Wie gesagt, auch das ist alles sehr vereinfacht hier zusammengefasst. Sie ist auch diejenige, also das Europäische Parlament ist auch diejenige Institution, die die Präsidentin der EU-Kommission wählt. Sie muss auch der Kommissionszusammensetzung zustimmen und hat die Möglichkeit, einen Misstrauensantrag zu stellen, der, sollte er durchkommen, die gesamte Kommission zum Rücktritt zwingen kann. Haushalt hatten wir schon kurz angesprochen. Man kann Bürgerpetitionen an das Europäische Parlament richten. Sie hat außerdem noch die Aufgabe der Wahlbeobachtung und eine genauere Darlegung der Währungspolitik. Man muss sagen, viele dieser Kompetenzen hat das EU-Parlament erst relativ spät bekommen. Es ist nicht so, dass von Anfang an das Parlament all diese Aufgaben hatte. Heutzutage ist eine der wichtigsten, die tatsächlich die Haushaltsplanung bzw. die Aufsicht über den Haushalt. Wie in jedem Parlament gibt es im Europäischen Parlament Ausschüsse, die für bestimmte Politikbereiche zuständig sind. Hier werden auch Rechtsvorschriften vorbereitet und dann entsprechend in der Plenartagung werden diese dann verabschiedet. Das ist das Gleiche wie auf kommunaler Ebene oder auf Landtagsebene oder auch auf Bundesebene. Ja, soweit dazu. Wir kommen jetzt dazu, unsere heutigen Dozenten vor, unsere heutigen Gäste vorzustellen. Das sind Sabine Verheyen und Daniel Freud, beides Mitglieder des Europaparlaments. Und ich würde mich freuen, wenn sich Sabine Verheyen, hier können Sie schon mal ein bisschen was zu ihr lesen, heute selber vorstellt. Dazu haben wir knapp 5 Minuten Zeit. Ganz kurz, Eva, die Folie ist nicht zu sehen, nur die Oh. vom Europäischen Parlament. Ja, und dann nochmal präsentieren. Jetzt wird sie gleich zu sehen sein. Kann man die jetzt sehen? Ja, jetzt ist sie, für mich ist sie gut zu sehen. Okay. Ich hoffe für unsere Zuschauer auch. Zunächst einmal schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute zu Gast sein zu dürfen bei Europa am Dienstag, mal ausnahmsweise am Donnerstag, weil es für uns dienstags nun mal auch schon mal schwer ist. Wir haben regulär Sitzungen, auch trotz Corona finden bei uns ganz normal die Sitzungen statt. Entweder hybrid aus dem Homeoffice oder auch vor Ort. Wir haben beide Möglichkeiten den Abgeordneten auch offen gelassen, weil es wichtig ist, dass das Parlament voll arbeitsfähig bleibt.
Zu meiner Person. Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder. Ich war 10 Jahre lang Bürgermeisterin in der Stadt Aachen und bin seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments, also jetzt seit gut 11 Jahren. Ich bin seit Beginn dieser Legislaturperiode Vorsitzende des Kultur- und Bildungsausschusses im Europäischen Parlament. Darüber hinaus Mitglied im Sonderausschuss gegen Desinformation. Wir sind im Bildungsausschuss auch und im Kulturausschuss auch für Medien verantwortlich und auch für Sport. Aber durch die Medienzuständigkeit spielt natürlich das Thema Desinformation und Fake News eine ganz besondere Rolle. Und deshalb bin ich auch in diesem Sonderausschuss drin, der sich allerdings mit einem weiteren Feld der, ich sag mal, Manipulation und Einflussnahme auch aus dem Ausland in unser europäischen demokratischen Gefüge und in die Informationsstrukturen auch befasst. Ich bin darüber hinaus stellvertretendes Mitglied im Entwicklungsausschuss. Das kommt daher auch mit, weil ich seit vielen Jahren eben auch über meine Tätigkeit als Bürgermeisterin Beziehungen zu Südafrika auch pflege und mich mit Afrikapolitik von daher immer wieder auch beschäftigt hat. Deshalb bin ich auch mittlerweile Mitglied der Delegation für Panafrika. Das ist das Panafrikanische Parlament, mit dem wir einen regelmäßigen Austausch haben, wo wir gemeinsame Strategien und Papiere auch für die Zusammenarbeit zwischen Afrika und Europa auch entwickeln, zu Themen wie Bildungspolitik, Sozialpolitik, Wirtschafts- und Umweltpolitik. Gerade auch die Klimapolitik spielt eine zunehmend größere Rolle in dieser Arbeit. Ich bin darüber hinaus mittlerweile stellvertretendes Mitglied in der Delegation zu Südafrika. Und das ist vielleicht etwas, wo sich viele fragen, was ist das denn? Es gibt doch eigentlich gar keine direkte Einflussnahme von Europa auf die Kommunen. Nein, kommunalpolitische Sprecherin heißt in diesem Falle, dass ich für die Beziehungen zwischen der kommunalen Ebene, zwischen den kommunalen Spitzenverbänden, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und Landräten, nicht nur in unserer Region, sondern insgesamt zum Europäischen Parlament als Ansprechpartnerin für die CDU-CSU-Gruppe da bin. Das heißt, zum einen versuche ich mit Hilfe natürlich all meiner Kollegen in den jeweiligen Fachausschüssen zu monitoren, welche Themen auf europäischer Ebene einen direkten Einfluss auch auf die kommunale Politik haben, aber eben auch Aspekte und Sichtweisen von der kommunalen Ebene in die europäische Debatte mit einzufließen, entweder da, wo ich selber im Ausschuss bin, über Änderungsanträge, über Diskussionspunkte, die ich einbringe, oder halt da, wo ich nicht im Ausschuss bin, über Anträge, die ich mit Kollegen aus den Fachausschüssen gemeinsam stelle oder wo ich einfach auch nur auf die kommunalen Bedürfnisse und Aspekte dann auch nochmal aufmerksam mache. Schwerpunkte in meiner Arbeit im Bildungsausschuss sind die EU-Förderprogramme, wie zum Beispiel das Erasmus-Plus-Programm, das Creative Europe-Programm für den Kultur-, Kreativ- und Mediensektor, sowie auch das Europäische Solidaritätskorps. Die Themen digitale Bildung spielen natürlich auch gerade durch Covid-19 eine ganz besondere Rolle. Und im Bereich Jugend und Sport geht es einmal um die informelle Bildung und wie Sport auch Integration und europäischen Zusammenhalt fördern kann. Wir haben uns intensiv in den letzten Jahren auch mit dem Thema kulturelles Erbe befasst, weil es in meinen Augen sehr wichtig ist zu wissen, was die eigenen Wurzeln sind, damit man sich auch öffnen kann für andere Kulturen, für andere Denkweisen. Und wir haben in Europa viel mehr gemeinsam und gerade unser kulturelles Erbe zeigt uns sehr deutlich bei allen nationalen Differenzen, die nach wie vor in Europa da sind, wie viele gemeinsame Wurzeln und gemeinsame Geschichte wir miteinander haben. Wir haben Medien- und Netzpolitik ist einer meiner Schwerpunkte und eben hatte ich ja schon etwas zum Sonderausschuss zu Desinformation und Einflussnahme von Drittstaaten auf die Europäische Union gesagt. Insofern höre ich hier jetzt mal auf, damit ich die Zeit auch nicht zu lange überschreite. Vielen Dank. Das waren ziemlich genau 5 Minuten. Dann kommen wir jetzt zu Herrn Freud von den Grünen. Ich bitte auch Sie, sich kurz 5 Minuten vorzustellen. Ich schalte auch wieder auf die Bildschirmpräsentation. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir das heute Abend auch digital machen können, sodass man im Zweifel hier auch aus Brüssel
direkt teilnehmen kann, kurz nach der Sitzung. Genau, mein Name ist Daniel Freund, sitze seit 2019 jetzt im Europäischen Parlament für die Grünen. Ich habe die 5 Jahre, bevor ich gewählt wurde, die Europaarbeit von Transparency International geleitet, also einer NGO, die sich den Kampf gegen Korruption auf die Fahnen geschrieben hat. Und deshalb bin ich im Parlament hauptsächlich in dieser Kontrollfunktion unterwegs, die wir haben. Also überall dafür zu sorgen, dass zum Beispiel EU-Gelder vernünftig ausgegeben werden, dass es nicht zu Korruption kommt, aber eben auch nicht zu unlauterer Einflussnahme, zum Beispiel von Lobbyisten oder so. Dafür sitze ich sowohl im Ausschuss für Verfassungsfragen oder konstitutionelle Fragen und im Haushaltskontrollausschuss. Und kümmere mich eben um Transparenz, Demokratiefragen, Kampf gegen Korruption. Ich habe zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten diesen Mechanismus ausverhandelt als grüner Verhandlungsführer, wo es darum geht, in Zukunft die Vergabe von EU-Geldern an die Einhaltung von Rechtsstaatskriterien zu knüpfen. Das war ja durchaus auch in der Debatte. Polen und Ungarn haben ja ihr Veto eingelegt gegen den nächsten gegen den jetzt geltenden seit dem 1. Januar 7-Jahres-Haushalt und gegen diesen Corona-Rettungsschirm, den wir aufgesetzt haben. Und als Teil dieser Arbeit schaue ich mir natürlich ganz besonders an, wie es so aussieht in der ganzen Europäischen Union, aber eben besonders in den Hotspots, sage ich mal, in den Ländern, wo Korruption sich am ehesten in die falsche Richtung entwickelt. Wir haben das heute gerade noch mal gesehen. Transparency International ist heute gerade mit seinem jährlichen Ranking rausgekommen, wo alle Länder der Welt gerankt werden nach der Wahrnehmung von Korruption im Land. Und Ungarn ist quasi das Land, was in den letzten Jahren die schlechteste Entwicklung hingelegt hat. Das lässt sich also auch in diesen unabhängigen Studien mittlerweile sehr klar sehen, dass es da bergab geht. Und da hoffe ich natürlich jetzt, dass wir mit diesem Rechtsstaatsmechanismus, aber insgesamt auch mit der Arbeit, die wir da im Europäischen Parlament auch über alle Fraktionen hinweg gemacht haben, weil da standen wirklich von den Konservativen bis zur Linken hatten wir da eine geeinte Front im Europäischen Parlament, da dafür zu kämpfen, dass das in Zukunft besser läuft. Ich habe, nachdem ich ins Parlament gewählt wurde, auch so eine interfraktionelle Arbeitsgruppe gegründet, wo mittlerweile 129 Abgeordnete drin sind, wo wir eben über Ausschüsse, aber auch über Fraktionsgrenzen hinweg unsere Arbeit gegen Korruption koordinieren. Und ein Arbeitsfeld würde ich gerne auch noch ansprechen, und das ist die Zukunft der EU. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass es an der einen oder anderen Ecke noch Reformbedarf gibt oder die EU noch weiterzuentwickeln. Wir sind ja jetzt gerade quasi zum zweiten Mal innerhalb von 10 Jahren in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, da sehen wir einfach, dass da noch was zu machen ist. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das jetzt geschafft haben, mit diesem gemeinsamen Rettungsschirm gemeinsam Geld in die Hand zu nehmen und sozusagen die Fehler, die in der Finanz- und in der Euro-Krise gemacht wurden, hoffentlich nicht nochmal zu begehen, sondern dass wir uns gemeinsam und solidarisch einen Weg aus der Wirtschaftskrise raussuchen und investieren in unsere Zukunft. Aber ich glaube eben, dass wir auch insgesamt über die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union reden müssen, die Zuständigkeiten. Wir sehen es gerade im Gesundheitsbereich, dass es, ne, dadurch, dass es eben keine klare Kompetenz gibt bei der EU, aber man jetzt trotzdem gesagt hat, wir kaufen zum Beispiel die Impfstoffe gemeinsam, aber da dann nochmal in den nächsten Jahren drüber zu reden, gerade auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, welche Aufgaben soll die EU machen, welche nicht, wie viel Geld braucht sie dafür und wie kann man dafür sorgen, dass die Entscheidungen der EU auch immer so gut es geht, demokratisch legitimiert sind. Sie haben das angesprochen in der Einführung, die Zuständigkeiten und die Kompetenzen des Europäischen Parlaments sind über die letzten Jahrzehnte ausgeweitet worden. Aber ich glaube, wir sind mit dieser Reise hin zu einem vollumfänglichen Parlament noch nicht ganz am Ende. Sie haben es angesprochen, wir haben noch kein Initiativrecht. Auch zum Beispiel können wir immer noch keine wirklichen Untersuchungsausschüsse einrichten. Solche Sachen, da glaube ich, müssten wir noch mal dran. Genau.
das Mikrofon. Dankeschön. Ich sagte vielen Dank. Ich gehe jetzt mal aus dieser Präsentation raus. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht schon eine Frage haben. Das ist bisher nicht der Fall. Dann fange ich einfach mal an. Wir wollen ja heute auch darüber reden, was die EU für ihre Bürgerinnen und Bürger tut oder welche besonderen Errungenschaften sie da vielleicht auch schon erreicht hat. Und da steige ich direkt auch mal mit der Frage ein, was glauben Sie denn, was ist das, was das EU-Parlament für die europäischen Bürgerinnen und Bürger erreicht hat? Was ist da für Sie das Wichtigste? Ich fange jetzt einfach mal mit Frau Verheyen an. Also zunächst einmal, glaube ich, ist es vom Grundsatz her das Wichtigste, dass das Parlament deutlich mehr Kompetenzen bekommen hat, weil wir als Abgeordnete, das heißt auch das Parlament, die demokratisch gewählte Vertretung der Bürgerinnen und Bürger auf der europäischen Ebene sind. Die Kommission wird nicht direkt durch die Bürger gewählt, genauso wenig wie der Rat. Die Regierungschefs werden zwar im Endeffekt durch die Bürgerinnen und Bürger gewählt, aber die Zusammensetzung, ich sag mal, der Ministerien ist dann wieder keine direkte Wahlgeschichte. Insofern ist es wichtig, dass wir eine direkte Vertretung haben. Ich glaube, was wir in den letzten Jahren erreichen konnten, ist aber auch ein stärkeres Bewusstsein dafür zu bekommen und zu erwirken, dass es wichtig ist, die Bürgerinnen und Bürger auf die Reise zu einem geeinten Europa mitzunehmen. Das heißt, ein Stück mehr Bürgerbeteiligung zu bekommen. Wir haben die Europäische Bürgerinitiative, die sicherlich nicht perfekt ist, aber ein deutlicher Schritt in Richtung mehr Bürgerbeteiligung. Und wenn ich einfach mal aus meinem Bereich reden darf, was mir enorm wichtig war, wir wissen, dass das Erasmus-Programm ein Programm gewesen ist, das wirklich zu mehr europäischem Denken geführt hat, dass mehr junge Leute vor allem auch zu der Grundidee eines geeinten Europas gebracht hat. Und das Programm war bisher immer sehr, sehr mager mit Mitteln ausgestattet und durch wirklich harte Verhandlungen, und da bedanke ich mich auch bei den Kollegen aus dem Budgetausschuss, ist es wirklich gelungen, dass wir mittlerweile zu einer fast Verdoppelung des Budgets gekommen sind, sodass wir viel mehr junge Leute in diese, ja, ich sag mal, europäische Arbeit, in diesen europäischen Austauschprozess, in diese Erfahrung eines geeinten Europas mit einbeziehen können. Das Programm soll insgesamt auch inklusiver werden. Das ist gegen den Widerstand der Mitgliedstaaten im Endeffekt auch durchgesetzt worden. Und ich glaube, dass das Parlament in den letzten Jahren in vielen, vielen Bereichen bewiesen hat, dass wir eben nicht nur die Aufsicht oder nicht die Hauptaufgabe alleine im Budget oder im Haushalt der Europäischen Union liegt, sondern dass wir, gerade wenn es um Gesetzgebung geht, in vielen Bereichen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger deutlich besser haben in die Gesetzgebung einbringen können, als das oftmals von der Kommission vorgeschlagen wurde. Herr Freund, was würden Sie sagen? Was ist die größte Errungenschaft? Also die größte Errungenschaft ist die, wahrscheinlich die einem im Alltag am allerwenigsten auffällt, dass wir in Europa seit vielen, vielen Jahrzehnten jetzt friedlich zusammenleben können und uns nicht mehr gegenseitig erdrosseln, erschießen und so weiter. Und dann aber das ja auch immer weiter ausgebaut haben. Also nicht nur den Frieden, sondern dass wir uns frei bewegen können, dass jeder Europäer, jede Europäerin überall in dieser Europäischen Union leben, arbeiten, sich im Erasmus-Studium verlieben kann oder so. Und dass wir einen gemeinsamen Markt haben. Und das fällt einem vielleicht auch im Alltag nicht immer so auf. Aber wir kriegen das ja gerade so ein bisschen mit, was in Großbritannien passiert, wenn das alles plötzlich nicht mehr da ist oder nicht mehr so selbstverständlich ist. Plötzlich die Frage ist, kriegt man noch frisches Obst und Gemüse in den Supermarkt? Kann ich einfach, so einfach wie das bisher war, mehr Sachen im Internet bestellen, auch aus Großbritannien oder eben nicht? All solche Sachen regelt die Europäische Union. Da ist viel Arbeit im kleinen Detail drin, die einem nicht immer so auffällt, aber die man schmerzlich vermisst, wenn sie weg ist. Und ich glaube, da, wo das Europäische Parlament immer wieder Sachen hat machen können, ist einfach dabei, uns als Verbraucher und Verbraucherinnen zu schützen, dass man nicht beim Roaming
abgezockt wird, dass man sich darauf verlassen kann, wenn der Flieger oder der Zug Verspätung haben oder ausfallen, dass man dann ordentlich versorgt wird oder entschädigt wird, dass man sich darauf verlassen kann, wo auch immer man in der Europäischen Union den Wasserhahn aufmacht, dass es eine einheitliche Regelung zur Wasserqualität gibt oder wenn ich im Supermarkt irgendwas aus dem Regal nehme, was Inhaltsstoffe angeht oder so, dass es dazu einfach Regeln gibt. Da steckt überall die Europäische Union drin. Das mit dem Wasser ist natürlich jetzt gerade in Aachen das Thema. Ja, da habe ich schon gerade drüber geschmunzelt, weil jetzt im Moment gerade nicht, aber auch das ist ein Zeichen dafür, dass Europa oder die Regelungen funktionieren, denn dass wir diese intensive Kontrolle haben, ist ja auch europäische Vorgabe. Ich habe mittlerweile auch ein paar Fragen von Zuschauern gekriegt. Ich fange einfach mal oben an. Da fragt Herr Eckehard Wendel, welche Kompetenzveränderungen wünschen Sie sich zwischen Parlament, Rat und Kommission und wie könnte der Weg dahin aussehen? Diesmal fange ich bei Herrn Freund an. Also ich glaube, dass, wie ich mir das vorstelle, ist, dass wir im Grunde zu einer Normalisierung der parlamentarischen Demokratie hinkommen, so wie wir das in Europa auch aus den allermeisten Mitgliedstaaten kennen, dass man ein vollumfängliches Parlament hat, was selber seine Agenda setzen kann, was selber Gesetze auf den Weg bringen kann und mit einer Regierung, die eben aus einer demokratischen Wahl hervorgeht und über die wir dann alle paar Jahre in einer Wahl auch entscheiden können, ob uns das Programm gefallen hat oder nicht. Wir sind da so halb auf dem Weg dahin und vieles gibt es schon und die EU ist demokratisch legitimiert, aber ich glaube, das geht noch besser, als das im Moment der Fall ist. Eine der größten Schwächen, würde ich sagen, die wir im Moment noch haben, ist, dass in zu vielen Bereichen wir einfach noch mit Einstimmigkeit unter den Regierungen entscheiden. Wir haben es kurz vor Weihnachten gesehen mit den Vetos aus Polen und Ungarn zum Haushalt und zum Rettungsschirm. Aber das beschäftigt uns ständig auch in der Außenpolitik, in Steuerfragen, im sozialen Bereich. Überall hängen wir immer noch wieder an die, gerade auch in Steuerfragen, um auch das noch zu nennen, hängen wir immer wieder an der Einstimmigkeit. Und ich glaube, das müssen wir überwinden. Das ist natürlich nicht so einfach, weil jede Veränderung daran braucht auch wieder die Einstimmigkeit. Deswegen glaube ich, ist so ein Prozess einer großen Debatte zur Zukunft der EU, wo man dann ein Gesamtreformpaket schnürt, wo für jeden was drin ist. Das ist, glaube ich, der einzige Weg im Grunde, wie man das hinbekommen kann, die EU in der Hinsicht ja auch ein bisschen fit für die Zukunft zu machen. Weil ich glaube, wir müssen einfach handlungsfähig sein, wenn wir weiterhin auf der großen Welt eine Rolle spielen wollen. Und was würden Sie sagen, Frau Verheyen? Ja, um direkt daran mit anzuschließen, der Daniel hat das ja eben schon mal gesagt. Also ich glaube, was wichtig ist, dass wir zum einen auch ein Initiativrecht als Parlament bekommen, also wirklich ein ganzes Parlament werden und eigene Gesetzesinitiativen auch auf den Weg bringen können. Da haben wir im Moment nur so eine Halblösung, indem wir, ich sag mal, über Initiativberichte die Kommission schon mal in eine Richtung schieben können. Aber wir können keine wirklich eigenen Gesetzentwürfe machen. Ich denke, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt in Richtung auch mehr Demokratie noch in Europa. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man zum einen mal deutlich macht, dass wir in den meisten Gesetzgebungsverfahren dieses Mehrheitsprinzip ja schon haben. Also es ist nicht bei allen Gesetzgebungen so, dass wir immer nur alles mit Mehrheit entscheiden können. Ich glaube, das kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern immer noch nicht wirklich an, dass 80% der Gesetzgebung oder sogar 90% mit Mehrheitsprinzip entschieden wird. Aber, und dann komme ich genau auf die Punkte, die Daniel eben auch gesagt hat, bei den Hauptkernpunkten, nämlich wie entwickelt sich die EU weiter, wo müssen Verträge nochmal wieder geändert werden, wo hat man Kompetenzzuwächse, die notwendigerweise in Richtung Europäische Union gehen, die Fragen von Haushalt, von Rahmenbedingungen in vielen Kernbereichen wie der Außen- oder Migrationspolitik, da haben wir wieder dieses Einstimmigkeitsprinzip und das liegt schlichtweg auch mit daran, dass wir halt eben kein Staatsgefüge haben, keine Verfassung im klassischen Sinne haben, sondern nach wie vor ein auf Verträgen basierender Staatenbund sind und in vielen Bereichen die Mitgliedstaaten zurzeit nicht unbedingt den Willen haben, die Souveränität aufzugeben. Und dann kommt hinzu, dass wir natürlich auch gerade durch die Staaten in Osteuropa, die ja auch noch nicht so lange, ich sag mal, frei
als eigene Staaten unabhängig agieren können, dass wir hier in manchen Bereichen eine Tendenz wahrnehmen, dass man diese Einordnung unter ein neues Dach Europa, nachdem man viele Jahre unter dem Dach Sowjetunion agiert hat, einfach auch nicht so stark ist, der Wille, da Kompetenzen aufzugeben. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wichtig, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger auch in unserer Region oder egal in ganz Europa haben gewisse Erwartungshaltungen an Europa, die wir zurzeit nicht erfüllen können, weil wir nicht die originäre Zuständigkeit dafür haben. Ob das jetzt zum Beispiel im Bereich der Gesundheitspolitik ist, das wurde eben schon mal kurz angesprochen, ob das im Bereich der Migrationspolitik ist, ob das im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik ist, ob das, ich sag mal, auch in Teilen der Bildungspolitik ist. Da sind ja in Deutschland sogar nicht nur die Bundesebene, sondern auch nochmal 16 Bundesländer zuständig. Aber wenn es zum Beispiel um gegenseitige Anerkennung von Berufsabschlüssen, von Studienabschlüssen geht, dann ist es schwierig, wenn wir das dann mit nicht nur 27, sondern je nach Länder, nationaler Organisation auch noch die Länder mal drauf addiert, mit fast 50 einheitlich regeln müssen. Und ich glaube, dass wir hier einfach, und dafür ist der Konvent, glaube ich, sehr wichtig und sehr gut, diesen Prozess, den wir jetzt starten, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu überlegen, was erwarten eigentlich die Menschen, was die Europäische Union leisten und können soll und die Zuständigkeit haben soll. Und ich glaube, dass wir hier wirklich einen großen Schritt vorwärts machen müssen, damit die Akzeptanz für Europa am Ende auch wieder größer wird. Das Thema scheint viele unserer Zuschauer auch zu bewegen. Ich habe ja eine Frage von einem anonymen Zuschauer. Sie können Ihre Fragen auch anonym stellen, nur das zur Erläuterung. Er schreibt, die Kompetenzen des Europaparlaments sind ja sehr stark von der Gnade der Regierungschefs abhängig, die ja meines Wissens nach eventuelle Vertragsänderungen zur Stärkung des Parlaments beschließen müssen. Welche Druckmittel hat das Europaparlament in petto, um sich überhaupt weiter emanzipieren zu können? Was würden Sie da sagen? Hauptsächlich die Öffentlichkeit, ja, würde ich sagen. Und das ist genau das, was wir eben auch versuchen, jetzt mit dieser Konferenz zu machen, dass man eben breit die Öffentlichkeit mobilisiert. Denn, also Sabine und ich, wir merken das ja ständig. Immer wenn man rausgeht und mit den Leuten redet, also die Leute, die noch nicht wissen, wir haben noch gar kein Initiativrecht, dann diskutiert man das für ein paar Minuten und die Leute fragen sich, wie kann denn das eigentlich sein? So, und das glaube ich, ist einfach bei einer ganzen Reihe von diesen Fragen so. Wie kann es sein, dass ein einziges Land unsere Handlungsfähigkeit blockiert in der Außenpolitik? Dass wir es nicht hinbekommen, uns zu Einmärschen in Nachbarländern oder zur Nichtanerkennung von undemokratischen Wahlen oder so, dass wir uns da klar positionieren als Europäer. Genau, und das glaube ich, die Menschen haben da ein ganz gutes Gefühl für, wie man das ändern müsste, und dass diese Verbindung muss man herstellen, und gleichzeitig muss man es, glaube ich, in die nationalen Wahlkampagnen tragen, denn das müssen wir uns einfach immer wieder bewusst machen, ne? Wir wählen ja jetzt dieses Jahr auch in Deutschland einen neuen Bundestag und damit eine neue Bundesregierung, aber wir wählen eben damit nicht nur, was dann in den 4 Jahren darauf in Deutschland quasi für Deutschland Politik gemacht wird, sondern wir bestimmen eben auch, was Deutschland im Europäischen Rat auf der europäischen Ebene in den nächsten 4 Jahren für Politik verfolgt, welche Initiativen da unterstützt oder gebremst oder wie auch immer werden. Und diesen Zusammenhang, den müssen wir, glaube ich, noch klarer herausarbeiten, sodass wir unsere nationale Regierung eben nicht nur dafür verantwortlich machen, was sie sozusagen im nationalen Kontext an Politik abliefert, sondern immer wieder auch dafür, was sie als Teil der europäischen Gesetzgebung in Brüssel machen. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, gerade wenn man auch irgendwann mal zu Vertragsänderungen, und die sind zwangsweise nötig, wenn man, ich sag mal, die Kompetenzen neu definieren möchte, die Europa auch auf Dauer haben soll, wenn man auf die Dinge, die die Bürgerinnen und Bürger erwarten, auch wirklich eingehen will, glaube ich, werden wir am Ende um eine Vertragsänderung nicht drumherum kommen. Wir haben zwar schon mal auch Analysen gemacht auf europäischer Ebene, was ist ohne Vertrag eigentlich schon zu verändern oder wo gibt es Möglichkeiten, Erwartungen besser zu erfüllen unter den jetzt gegebenen Rahmenbedingungen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn wir in der Situation sind, wo von der nationalen Seite her eher immer wieder alle Initiativen dann ausgebremst werden. Und ich glaube, dass wir, ich sag mal, über verschiedene Kanäle da Druck ausüben können.
Daniel sagte gerade richtig, zum einen die Bevölkerung selber. Demokratie lebt auch von Mitbestimmung der Menschen und sie bestimmen auch auf nationaler Ebene mit, welche Partei nachher auch eine Mehrheit hat. Sind es Parteien, die proeuropäisch aufgestellt sind? Sind es antieuropäische Parteien? Sind es Parteien, die, ich sag mal, auch einer Weiterentwicklung der Europäischen Union aufgeschlossen gegenüberstehen? Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich damit auch bei nationalen Wahlen entsprechend auseinandersetzt und auch darüber den Druck erhöht. Allerdings muss man ganz klar sagen, wir bestimmen natürlich nur auf unserer eigenen nationalen Ebene, was Sache ist. Insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir von europäischer Seite her einfach auch die Bedeutung Europas für uns Menschen im Alltag, und zwar für alle Europäer im Alltag, nochmal deutlich macht. So sehr ich das bedauere, dass die Briten jetzt ausgestiegen sind, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere Entwicklung, die sich jetzt in Großbritannien zeigen wird, vielleicht auch den Bürgern nochmal vor Augen führt, wie wichtig es ist, dass man dieser Staatengemeinschaft angehört, dass wir die auch weiterentwickeln müssen, auch um noch mehr gemeinsames Handeln auch zu ermöglichen. Ich habe eben schon mal gesagt, der Druck, der auch in den Nationalstaaten entsteht, dadurch, dass Probleme eben auf europäischer Ebene nicht gelöst werden können, weil Einzelne blockieren, ob das Thema Asylpolitik ist oder eben auch Verteidigungspolitik, das Thema Sicherheitspolitik, Sicherheitszusammenarbeit, grenzüberschreitende Polizeiarbeit, das sind ja alles Dinge, die immer wieder haken. Und wir gerade hier in der Grenzregion merken wir immer, es hakt meistens da, nicht wo Europa zuständig ist, sondern wo Europa eben keine Kompetenz hat, wo wir keine Möglichkeiten haben, direkt die Gesetzgebung mit zu beeinflussen. Und ich glaube, dass man hier, ich sag mal, auch über eine stärkere Aufklärung, über, ich sag mal, mehr ja, vor Augen führen, was es bedeutet, Europa zu haben oder nicht zu haben, aber vor allem auch, wo Europa Zuständigkeiten hat und wo nicht und wo die Kompetenzen erweitert werden müssen, Druck auch aufbauen können auf die Mitgliedstaaten, da endlich aktiv zu werden. Vielen Dank für die Antworten. Ich habe eine Anmerkung noch von einer Zuschauerin, die sagt, die Regierungen der Mitgliedsländer im Rat werden sich den großen Hebel des Vetos doch nicht nehmen lassen. Was denken Sie darüber, Frau Verheyen? Ja, ich kann mir vorstellen, dass einige auf ein Vetorecht nicht verzichten wollen. Das war ja auch schon das Thema beim Rechtsstaatsmechanismus, wo Ungarn und Polen ja auf dem Veto weiterhin auch bestehen wollten und eben nicht diesen Mehrheitsbeschluss beim Rechtsstaatsmechanismus akzeptieren wollten. Wir haben uns da als Parlament, denke ich, ganz gut durchgesetzt. Herr Daniel war ja, wie er eben auch schon sagte, ja auch bei den Verhandlungen mit dabei, dass man den Rechtsweg einschlagen kann. Ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit, unabhängig davon, ob es jetzt im Text drin stand. Aber auch da war ja genau das die Forderung, eben um Dinge, die einem nicht lieb sind, blockieren zu können. Und das wird sicherlich ein ganz, ganz schwieriger Prozess sein. Nur auf der einen Seite muss man auch, denke ich, nochmal deutlich machen, ich kann nicht auf der einen Seite die positiven Seiten einer Gemeinschaft in Anspruch nehmen und nutzen und auf der anderen Seite das unter hundertprozentiger Beibehalten der eigenen Zuständigkeit für alles und jedes bekommen. Gemeinschaft bedeutet, sich einzubringen und auch einige Dinge aufzugeben dafür, dass ich nachher in der Gemeinschaft deutlich mehr zurückkriege. Und ich glaube, dass das ein Prozess ist, der, ich sag mal, sicherlich nicht einfach zu vermitteln ist, aber einer, den wir unbedingt vermitteln müssen. Und wie ich eben schon sagte, ich glaube schon, dass diese Idee, die auch Boris Johnson und große Teile in Großbritannien mal hatten, wir werden selbstständig, bestimmen selber, was wir wollen, lassen uns von der EU nichts mehr sagen, aber können trotzdem in dieser großen Gemeinschaft mitspielen, wie vorher auch, dass diese Rechnung nicht aufgeht, denke ich, sieht man jetzt sehr deutlich. Und das muss auch Staaten, die, ich sag mal, eine Weiterentwicklung der Europäischen Union verhindern wollen, nochmal deutlich gemacht werden, dass, ich sag mal, erstens ein Weiter so wie bisher, glaube ich, auf Dauer nicht ausreichend, die Menschen nicht zufriedenstellen wird und dass halt eben auch eine Weiterentwicklung notwendig ist, um die neuen Herausforderungen, die auf uns zukommen, besser angehen zu können und lösen zu können. Und ich hoffe, dass man dann nach wie vor mit Vernunft etwas bewegen kann und eben durch den Prozess, der jetzt angestoßen wird, der die Bürgerinnen und Bürger ja sehr stark mit einbezieht, eben auch einen öffentlichen Druck auf diese Staaten mit ausüben können.
Und wir haben das ja in der Vergangenheit schon auch geschafft, ne? Also wenn wir uns zurückerinnern mit dem letzten Reformpaket, was dann im Vertrag von Lissabon gekommen ist, haben wir ja in vielen Bereichen quasi die Einstimmigkeit abgeschafft, dass wir heute im Bereich Agrar, Strukturfonds, beim Verkehr, was auch immer, also in all diesen Bereichen, wo wir die normale Gesetzgebung haben, entscheiden wir ja schon jetzt ohne die Einstimmigkeit. Und jetzt geht es eben darum, diese Schritte sozusagen noch fertig zu gehen. Und daran müssen wir einfach arbeiten. Wir nochmal, um das zu sagen, jetzt gerade bei der Beschaffung der Impfstoffe, da hat man das ja so ein bisschen gesehen. Jetzt gibt es viel Kritik daran, dass die EU ein Stück langsamer war als Großbritannien und die Vereinigten Staaten dabei, diese Verträge abzuschließen. Aber ein Grund dafür ist eben, dass alle 27 an Bord sein mussten und alle Regierungen da ja mitverhandelt haben. Und wenn nicht die letzte Regierung auch noch gesagt hat, der Preis und die Menge, die stimmt jetzt für mich, dann konnte der Vertrag nicht unterschrieben werden. Und dann dauert es im Zweifel eben länger. Und dann muss man sich eben die Frage stellen, wollen wir das so machen? Wollen wir, dass jeder einzeln erst noch absegnet? Oder einigen wir uns auf ein qualifiziertes Mehrheitssystem, wo, wenn wir eine bestimmte Menge an Mitgliedstaaten haben, dann passt das eben und dann können wir gemeinsam ein Stück schneller nach vorne gehen in unseren Entscheidungen. Wobei man da nochmal ergänzend noch sagen muss, es war auch nicht nur ausschließlich, ob jeder Staat jetzt am Ende zustimmt, sondern im Gegensatz zum Beispiel zu USA oder auch zu Großbritannien haben wir, was die Risiken angeht, für unsere Bürgerinnen und Bürger natürlich deutlich mehr Schutz reinverhandelt, nämlich nicht, dass die Regierungen oder dass die Europäische Union nachher für Risikofälle aufkommen, sondern die Unternehmen selber. Wenn irgendwas schiefläuft oder wenn irgendwas passiert, ist die Haftungsfrage auf der europäischen Ebene zugunsten halt eben der Bürgerinnen und Bürger gefallen, sodass nicht, ich sag mal, der Steuerzahler am Ende für Risiken haften muss, sondern die Unternehmen, die auch den großen Gewinn nachher auch einstreichen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Das hat in den Verhandlungen nämlich auch nochmal, die Verhandlungen nicht unbedingt erleichtert, aber ich glaube, das ist ein großer Unterschied zum Handeln von USA und Großbritannien, die alle Risiken quasi auf die Staatskasse abgewälzt haben. Ich denke, uns wird das Thema Corona heute noch und auch das Thema Impfungen sicherlich noch mal vor die Füße fallen. In Anschluss an das, was Herr Freund gerade gesagt hat, fragt uns unsere Zuschauerin Ruth, wird noch an der Möglichkeit der Verfassung gearbeitet, die vor einigen Jahren gescheitert ist, also mit der Abstimmung damals vor allen Dingen in den Niederlanden? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Wort Verfassung in diesem Prozess arg gelitten hat. Und ich glaube, niemand würde dieses Label benutzen. Aber alles, was drin ist, denke ich, steht weiterhin zur Verhandlung, ne? Also im Grunde, wenn man sich anguckt, was das Europäische Parlament schon in den 80er Jahren an Positionen verabschiedet hat, ne, wohin sich die EU weiterentwickeln muss, dann sind wir an vielen von diesen Sachen auf dieser Arbeitsliste, sind wir heute immer noch dran. Das hätte sicherlich für einige von uns gerade im Europäischen Parlament gerne auch einen Ticken schneller gehen können. Aber so ist das manchmal in der EU. Da mahlen die Mühlen nicht immer so schnell, wie man sich das wünscht. Aber also ich gehe davon aus, dass viele der Elemente, die man in dieser Verfassung irgendwie gedacht hat, dass man die weiter debattieren wird und dass die sicherlich, dass sich einige davon am Ende auch in dem Ergebnis dieser Konferenz zeigen werden. Ja, ich denke, das war ja auch nicht nur eine Frage in den Niederlanden, sondern in Frankreich ja auch. Da war eben genau auch dieser Verfassungsbegriff etwas, was zu ganz großen Schwierigkeiten geführt hat. Allerdings muss man auch sagen, jede Vertragsänderung hat bisher immer noch mal irgendwo auch ein Stück eine Ehrenrunde mitreden müssen. Wenn ich mir anschaue, der Vertrag von Lissabon ist ja auch durch die Iren nicht, ich sag mal, mit einem Rutsch durchgegangen. Wir haben, da spielten natürlich auch andere politische Themen immer wieder auch eine Rolle für eine Entscheidung bei Referenden. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir auch in Zukunft darauf achten müssen, wenn wir Vertragsänderungen haben, dass man im Vorfeld sauber kommuniziert, worüber man wirklich am Ende abstimmt. Ich sag mal, wenn die nationale Politik nicht in Ordnung ist und dann wird auf einmal das Referendum zu Europa genutzt,
um, ich sag mal, der Regierung eine Klatsche zu verpassen, dann ist das natürlich wenig hilfreich für Europa. Und ich glaube, dass wir hier, ich sag mal, in der Kommunikation, auch während des Prozesses, deutlich mehr die Menschen auf dem Weg mit einbeziehen müssen, und zwar auch in einer breiten Öffentlichkeit, nicht nur diejenigen mitnehmen müssen, die sich aktiv in den Diskussionsprozess mit einbeziehen, sondern auch über eine adäquate mediale Begleitung, sodass jeder wirklich am Ende auch darüber sauber informiert ist, worum es am Ende geht, und dass die Erwartungshaltungen, die die Bürgerinnen und Bürger an Europa haben, am Ende besser erfüllt werden, als das ohne eine Veränderung, ohne eine Weiterentwicklung der EU möglich ist. Ich würde jetzt gerne ein bisschen zu direkteren Themen kommen, ein bisschen weg vom Abstrakten. Und ich fange mal an mit einer Frage von Ralf Meschke, der uns fragt: Guten Tag, wir sind gerade dabei, einen Verein zu gründen. Ursprünglich war die Idee, diesen Verein in der Euregio, also mit der Beteiligung von Belgien, Deutschland und den Niederlanden. Leider ist dies nicht möglich. Das müssen wir so akzeptieren, weil es dafür noch keine Regelung gibt. Während der Recherche haben wir allerdings festgestellt, dass es schon 1993 dazu einen Entwurf gab, dieser es aber in den letzten 27 Jahren nie weiter als bis zu diesem Stadium gebracht hat. Wie lange dauern solche Prozesse, beziehungsweise warum dauert es so lange? Also wir haben fast in jeder Legislaturperiode kommt das Thema europäisches Vereinsrecht irgendwo auf den Tisch in der Debatte. Das ist genau der Punkt. Wir haben als Europäisches Parlament kein Initiativrecht, ich glaube, sonst wäre das Ding schon längst durch. Es ist immer die Frage, wie stelle ich so etwas auf, wie kriege ich eine Rechtssicherheit hin, wie kann ich auch steuerlich damit umgehen. Das sind ja alles Fragen, die mit der Vereinsgründung auch zusammenhängen. Und das führt natürlich auch immer wieder zu Debatten, wie sowas aussieht, zu welchen Gunsten, zu welchen Lasten das dann am Ende geht. Und irgendwo hing es immer wieder im Orkus fest. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das Thema vielleicht auch über Initiativberichte einfach nochmal wieder versuchen aufzugreifen. Das ist immer wieder, wird das an uns herangetragen. Warum schaffen wir nicht ein europäisches Vereinsrecht? Wir haben in einzelnen Bereichen Erleichterungen geschaffen, auch grenzüberschreitend Dinge zu tun. Zum Beispiel im Rahmen von dieser EVTZ-Idee, dass man grenzüberschreitend Kooperationen in einer anderen Weise auch aufbauen kann. Aber es ist halt eben kein Ersatz für einen europäischen Verein. Bisher ist es so, dass halt eben dann in einem Land der Verein gegründet wird, der sich dann öffnet für Mitglieder aus allen europäischen Ländern oder den Ländern, mit denen man kooperieren will. Aber man entscheidet sich dann halt für ein Recht. Das ist schade. Ich nehme das gerne auch wieder mit auf, obwohl ich nicht im entsprechenden Ausschuss bin. Das ist eine Frage des Rechtsausschusses. Aber ich werde das sehr gerne auch wieder mal an die Kollegen im Rechtsausschuss weiterleiten. Ich weiß, dass wir da in der vorletzten Legislaturperiode schon mal dran gewesen sind, aber dann irgendwo am Ende das nicht weitergegangen ist. Ich müsste selber noch mal sauber recherchieren, ob das nachher im Rat gescheitert ist, aber die Idee stand auf dem Tisch, ist auch, glaube ich, durchs Parlament durchgegangen, aber ist im Endeffekt dann im Rat nicht weiter verfolgt worden. Und das ist genau der Punkt. Wir haben ja immer die Zustimmungspflicht beider Kammern, nenne ich es jetzt mal, also Rat und Parlament. Und wenn der Rat ein Thema nicht aufgreift, wenn der Rat ein Thema, selbst wenn die Kommission es vorschlägt, das Parlament eine Position dazu entwickelt hat, aber die Mitgliedstaaten dazu keine Einigung finden oder nicht wollen, dann bleibt das Ding hängen. Und dann verschwindet es im Nirvana. Und dann kann man immer wieder versuchen, das Thema aufzugreifen, nochmal wieder neu den Rat zu motivieren, packt das Ding doch nochmal an. Aber in der Regel hängt es dann wenn der Rat wirklich nicht will, fest. Und da müsste man wirklich überlegen, dass man auch bei solchen Initiativen eben die Einstimmigkeit an solchen Stellen noch aufheben kann. Ja, Viele Ideen sterben im Rat. Also da gibt es eine lange Liste: Steuertransparenz, ein europäischer Verteilmechanismus für Flüchtlinge. Also kann man endlos weiter fortschreiben, alles Ideen, die es schon mal gegeben hat, wo es breite Unterstützung auch über Fraktionen im Europäischen Parlament gibt und was irgendwo im Rat auf einem in einem Archiv steht und da keiner mehr dran geht,
es ist ab und an ein bisschen frustrierend, weil ne, bei uns im Europäischen Parlament bekommt es im Zweifel jeder mit. Jede Ausschusssitzung wird live im Internet übertragen. Jede Abstimmung, die ich je im Europäischen Parlament gemacht habe, ist elektronisch aufgezeichnet und kann eingesehen werden. Also jetzt allein seit Corona-Zeiten haben wir über 5000 Mal elektronisch und namentlich abgestimmt. Ja, und das ist leider in der zweiten Kammer. Bei den Regierungen läuft es nicht so. Wenn da die Botschafter oder noch eher auf den Arbeitsgruppenebenen, wenn da die Regierungen miteinander verhandeln, dann wissen wir eben als Bürgerinnen und Bürger und selbst als Abgeordnete wissen wir oft nicht, was unsere Regierung da eigentlich in unserem Namen gerade bremst oder vorantreibt oder was auch immer macht. Und da verschwinden solche Ideen schon mal gerne, auch über 27 Jahre. Herr Freund, ich nehme Sie jetzt mal als Ersten, weil das so ein klassisches grünes Thema ist. Im Vorfeld erreichten uns zwei Fragen. Ich lese die beide einfach mal hintereinander vor, weil die sich mit dem gleichen Thema befassen. Und zwar fragte uns Odette Klepper, drei Staaten der EU haben den Atomwaffenverbotsvertrag unterschrieben, Österreich, Irland und Zypern. Wie ist die Haltung dazu innerhalb Ihrer Parteienfamilie im Europaparlament? Belgien, Niederlande und Deutschland beteiligen sich an der nuklearen Teilhabe. Gibt es Kontakt zu diesem Thema mit Ihren belgischen und niederländischen Parteikollegen? Und die zweite Frage zu demselben Thema. Wie wollen Sie sich für Aachen stark machen, dass jetzt rund um Aachen die Atomwaffen in Belgien den Niederlanden und in Büchel nach geltendem Völkerrecht seit 22.01.2021 abgeschafft werden sollen? Das ist eine Frage von Herrn Volker Siller. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Frage im Europäischen Parlament bisher ausgiebig und abschließend diskutiert haben und uns, ob es dazu eine klare Fraktionslinie gibt, einfach weil wir dazu relativ wenig zu sagen haben im Europäischen Parlament. Es kann sein, dass es dazu mal einen Resolutionstext gab, aber ich wüsste es gerade nicht. Wir sind natürlich als Grüne insgesamt und auch nicht nur in Deutschland schon eine Partei, die dem Atom nicht nur zur Energiegewinnung, sondern auch eben als Kriegsgerät immer sehr skeptisch gegenüberstand. Ich glaube allerdings, und es findet dazu ja auch durchaus eine Debatte innerhalb der Grünen Partei statt, dass das keine ganz einfache Frage ist, die man jetzt einfach so ne, und Schluss und raus damit und wir wollen damit nichts zu tun haben. Denn wir müssen uns schon irgendwie Gedanken machen als Europäer. Jetzt haben wir gerade wieder eine deutlich bessere Regierung in den USA bekommen vor ein paar Tagen. Aber wir hatten ja jetzt auch mal 4 Jahre die Situation, wo wirklich unklar war, inwiefern man sich auf unseren langjährigen Bündnispartner eigentlich verlassen kann. Was passiert im Verteidigungsfall? Funktioniert die NATO so, wie das viele Jahrzehnte für uns immer klar war, dass sie funktioniert? Und ich glaube, man muss diese Frage der Stationierung gerade von amerikanischen Atomwaffen durchaus auch im Kontext der europäischen Verteidigung sehen. Und es ist vielleicht nichts, was man innerhalb von Tagen oder Wochen regeln kann, sondern wo wir sehr langfristig drüber nachdenken müssen, wie verteidigen wir uns als Europäer im Zweifel auch gemeinsam gegen Interessen von einem Putin oder von einem sehr stark aufstrebenden China oder so. Und ich glaube, da spielen am Ende ja Verteidigungsfragen auch eine Rolle und im Zweifel eben auch Verteidigung mit oder ich sag mal die nukleare Abschreckung, die sicherlich auch über viele Jahrzehnte ja sicherlich dafür geführt hat, dass wir keinen heißen Krieg mehr in Europa hatten. Das heißt, dieses Atomwaffenverbot, was ich erstmal als Idee sehr unterstütze. Es wäre toll, auf einem Planeten zu leben, wo es keine Atomwaffen gibt. Aber wir müssen den Ausstieg aus den Atomwaffen natürlich so organisieren, dass wir alle global aus der Atomwaffe aussteigen und dass es dann darüber nicht zu Konflikten mit konventionellen Waffen kommt. Und dafür, glaube ich, müssen wir über eine europäische Verteidigung reden.
Vielleicht ja noch als Ergänzung dazu. Ich kann das alles unterschreiben, was Daniel gerade gesagt hat. Ich glaube, dass keine der Parteien im Europäischen Parlament oder die wenigsten Parteien es gut finden, wenn sich Atomwaffen ausbreiten und wir am liebsten in einer atomwaffenfreien Welt alle leben würden. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Indem Staaten, die keine Atomwaffen haben, einfach sagen, wir erklären uns jetzt zur atomwaffenfreien Zone und verbieten Atomwaffen, ist ein sehr wichtiges Symbol, sage ich ganz klar, hilft aber nichts, wenn die Staaten, die Atomwaffen haben, nicht in ein solches Abkommen mit eintreten. Und ich glaube, dass es ein sehr wichtiges Signal war, dass Biden jetzt nach der Wahl auch direkt gesagt hat, wir möchten wieder in den Nichtverbreitungsvertrag wieder stärker eintreten. Denn dass Trump ausgestiegen ist, hat ja auch dazu geführt, dass die Russen näher an der EU auch neue Atomwaffen stationiert haben. Und man sieht an dieser Stelle auch, und da muss man auch gesamteuropäisch sehen, dass vor allem in den baltischen Staaten und in den osteuropäischen Staaten da nochmal ein ganz anderes Gefährdungspotenzial gesehen wird, als wir das vielleicht als Deutsche für uns bewusst wahrnehmen, dass, ich sag mal, wir hier nur gemeinsam, vor allem mit den Playern China, Russland und USA, aus den Atomwaffen aussteigen können, indem alle gleichermaßen versuchen, schrittweise die Waffen zu reduzieren, zurückzukommen zu, ich sag mal, einem friedlichen, diplomatischen Miteinander und nicht die Drohgebärden gegeneinander aufbauen. Und ich hoffe darauf, dass wir in den nächsten Jahren wieder stärker zu einer Abrüstungspolitik kommen müssen, insgesamt was Atomwaffen angeht, und hoffe, dass da auch Putin entsprechend mitspielt, wenn die Drohgebärden aus den USA nicht adäquat, ich sag mal, zu den Drohgebärden aus Russland erwidert wurden. Ich glaube, da hatten wir in den letzten Jahren eine unglückliche Entwicklung, wo ich nach wie vor immer noch die Hoffnung habe, dass das zurückgehen wird. Ich glaube, dass wir mit den 50 Unterzeichnern aus dem TPNW und auf der anderen Seite mit dem Nichtverbreitungspakt mit 191 Vertragspartnern man sehr deutlich sieht, wo im Endeffekt die größere Erfolgsaussicht am Ende da sein wird. Und ich hoffe, dass wir, ich sag mal, weiterhin festhalten und gleichermaßen gegen die aktuelle Erosion von Rüstungskontrollgremien uns stellen und gucken, dass halt eben die Nichtverbreitung und die Reduktion, die Abrüstung auf Dauer wieder mehr an Schwung gewinnt und wir darüber am Ende eine Reduktion oder vielleicht am Ende sogar dann zu einer atomwaffenfreien Welt kommen können. Aber das wird ein schrittweiser Prozess sein und geht nicht nur alleine mit einem symbolischen, wir haben keine Atomwaffen und deshalb sagen wir sind atomwaffenfreie Zone. Das nimmt die Waffen in den Atommächten nicht weg. Vielen Dank für diese Einblicke. Das fand ich sehr interessant. Ich würde jetzt nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Da würde ich auch meine Frage zuerst mal an Herrn Freund richten. Frau Verheyen will die aber sicherlich auch beantworten. Und zwar, was braucht es Ihrer Meinung nach, um die Idee Europas und damit auch das komplexe System der EU mit seinen Beteiligungsmöglichkeiten auch bei Jugendlichen, sozial- und bildungsbenachteiligter Familien konkret bewusst und vor allem erlebbar zu machen? Daran schließe ich eine Frage von mir selbst an, die da lautet, ist die EU eigentlich zu kompliziert? Ich würde Herrn Freund bitten. Man kann sicherlich, und das meine ich, dass wir die Europäische Union noch mehr zu einer einfachen, normalen parlamentarischen Demokratie machen sollten, wie wir das aus dem nationalen Kontext in vielen europäischen Ländern haben. Da kann man sicherlich noch die eine oder andere Sache vereinfachen. Allerdings muss man ja sagen, ne, in Deutschland macht sich niemand Gedanken darüber, ist das politische System der Bundesrepublik zu kompliziert? Und wenn man den Durchschnittsbürger auf der Straße fragt, erklären Sie mir mal, wie ein Überhangmandat im Bundestag funktioniert, glaube ich, können das die allerwenigsten. Selbst Rechtsexperten bin ich nicht immer sicher, ob jeder da versteht, wie das genau funktioniert. Wie kann man das den Leuten näher bringen? Na, ich glaube, also Europa sollte sicherlich noch viel mehr
einfach in der Bildung stattfinden, in den Schulen. Ne? Dass es in verschiedensten Kontexten nicht jetzt auch nur, jetzt machen wir mal 2 Stunden Europa oder so, sondern dass es einfach überall da, wo Europa eine Rolle spielt, dass es dann auch angesprochen wird, genauso wie man Sachen auf Länderebene oder auf Bundesebene eben auch behandelt. Und ich glaube, die Europäische Union kann noch mehr machen, zu kommunizieren, wo überall Europa drin steckt und natürlich auch dagegen zu halten. Es gibt ja dieses Phänomen von vielen Politikern auf nationaler oder regionaler Ebene, dass man alles, was erfolgreich ist in Europa, das ist man immer selber gewesen, das hat man selber erreicht und alles das, was schief läuft oder was einem nicht in den Kram passt, das haben die da in Brüssel, Sabine Verheyen und Daniel Freund haben das irgendwie verbockt und die sind schuld. Genau, und da glaube ich, kann man manchmal vielleicht noch einen Ticken engagierter in die Debatte reingehen von europäischer Seite. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir da strukturell benachteiligt sind. Wir sind 705 Abgeordnete, das ist ja in der Einführung gesagt worden, im Europäischen Parlament. Damit gibt es allein schon mehr Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Wenn man mal alle Nationalparlamente zusammenzählt, dann sind das mindestens 10-mal mehr Abgeordnete auf nationaler Ebene als wir auf europäischer Ebene. Das heißt, die kommunizieren auch einfach 10-mal so viel, wie was wir da leisten können aus dem Europäischen Parlament. Und da kann man immer nur an die Kollegen auf allen politischen Ebenen appellieren. Seid ehrlich, sagt wie es ist, wälzt nicht das eigene Unversagen, das eigene Versagen auf die Europäische Union ab. Und seid vor allen Dingen auch ehrlich, dass ja auch, wie gesagt, die Regierungen der Mitgliedstaaten eben ja überall mit am Tisch sitzen, überall mitentscheiden oder im Zweifel die Kolleginnen und Kollegen der eigenen Parteienfamilie im Europäischen Parlament die Sachen mitentscheiden und im Zweifel auch dafür gestimmt haben, auch wenn man sich dann zu Hause darüber beschwert. Das sind, glaube ich, alles so Sachen, wo man noch besser kommunizieren kann, sodass dass den Leuten einfach immer noch mehr bewusst wird, wo Europa überall drin steckt. Ja, ich knüpfe an der Stelle gleich an. Sie hatten ja auch gesagt, die Bildungsprogramme mehr auch auf die abzustimmen, die eben nicht im Studium sind. Das sind genau die Dinge, die wir mit dem neuen Erasmus-Programm im Endeffekt erreichen wollten. Wir wollen im Endeffekt die Mobilität von jungen Leuten, die in der Berufsausbildung sind, verstärken. Wir wollen die Mobilität von normalen Schülerinnen und Schülern verstärken, um einfach mal im praktischen Bereich auch Europa für die jungen Leute erfahrbar zu machen. Das ist die eine Geschichte. Wir wollen im Endeffekt über das Erasmus-Programm auch in die Schulen hinein mehr europäisches Bewusstsein auch schaffen. Das setzt aber mit voraus, dass die Mitgliedstaaten oder die Länder an der Stelle auch mitspielen. Ich weiß, dass in Nordrhein-Westfalen eigentlich den Curricula Europa eine Rolle spielt. Aber die Frage ist dann auch immer, mit wie viel Engagement wird das im Endeffekt in der Schule durchgeführt. Und ich habe im Laufe der Jahre, die ich jetzt im Europäischen Parlament bin, unheimlich tolle, super engagierte Lehrer kennengelernt, die wirklich Europa an ihre Schüler auch vermitteln. Und wenn ich dann aber mir anschaue, wie viele Schulen müssten eigentlich theoretisch den Daniel oder mich oder damals auch noch unseren Kollegen von der SPD besuchen oder da sein oder ein Interesse an einem Austausch über Europa haben, dann haben wir längst nicht jeden Schüler, nicht jeden Politikkurs oder jede Schule abgedeckt. Und das nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil einfach auch teilweise von den Schulen der Impuls dann fehlt. Das heißt, es müsste meines Erachtens nach einmal in der Lehrerausbildung stärker verankert sein. Ich sage mal, wenn ich als Lehrer Geschichte, Politikwissenschaften oder Sozialwissenschaften auf Lehramt studieren kann, ohne ein einziges Mal in meinem Studium irgendetwas über europäische Strukturen oder die Europäische Union gehabt zu haben, dann ist das schon, ich sage mal, nicht ganz ausreichend für den Anspruch, dass Europa auch entsprechend über den Unterricht vermittelt werden muss. Und dann kommt es natürlich noch mit dazu, Daniel hat das schon ausgeführt, die Frage ist auch, wie Europa vor Ort wahrgenommen wird. Sind wir immer nur der Prügelknabe für alle Dinge, die nicht funktionieren? Oder benennt man wirklich auch sehr transparent und klar Ross und Reiter? Und da spielen auch die Medien in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich sag mal, wenn selbst vor einigen Jahren der Chefredakteur der Rheinischen Post nicht zwischen dem Europarat und dem Europäischen Parlament oder dem Rat der Europäischen Union unterscheiden konnte, dann ist da irgendwo in der Europabildung was schiefgegangen. Und ich glaube, dass wir
irgendwo an der Stelle ansetzen müssen, auch in der Wahrnehmung vor Ort. Und Daniel hat das ja schon gesagt, wir können das als Europaabgeordnete gar nicht alleine leisten, weil wenn ich mir angucke, in dem Beritt, wo ich zuständig bin, und wir haben als CDU schon das Privileg, dass wir 6 Abgeordnete in Nordrhein-Westfalen haben, uns, ich sag mal, NRW ganz anders aufteilen können in Betreuungsgebiet, als das zum Beispiel die Grünen oder die Sozialdemokraten machen können. Ich glaube, der Daniel hat einen noch größeren Beritt, den er im Endeffekt betreuen muss. Aber man kann gar nicht überall sein, um überall wirklich die einzelnen Fragen zu beantworten, zu erläutern. Und da sind wir wirklich auf ein stärkeres Bewusstsein auch der nationalen Medien zu europäischen Fragen eigentlich angewiesen. Nicht nur dann, wenn es was zu meckern gibt, sondern auch bei den positiven Ergebnissen. Und vor allem auch eine klare Zuständigkeit deutlich machen. Ich nehme mal ein ganz praktisches Beispiel bei uns aus der Region. In Niederlanden gibt es Fahren mit 17, ein Modellversuch. Und in Deutschland haben wir das ja auch. Aber wenn ich in Aachen oder im Heinsberger Land oder im Nordkreis Aachen wohne und will in die Niederlande rüberfahren, bin 17, begleitetes Fahren, darf ich das nicht. Weil mein Führerschein mit 17 beim begleiteten Fahren auf der niederländischen Seite nicht anerkannt wird, obwohl die ein fast identisches System haben. Umgekehrt übrigens ganz genauso. Das ist aber keine europäische Zuständigkeit. Trotzdem wird es abgewälzt als ein Versagen der Europäischen Union, dass sowas grenzüberschreitend in der Grenzregion nicht funktioniert. Ich habe daraufhin eine Initiative gestartet mit all meinen Abgeordnetenkollegen aus der Region, der nationalen Parlamente, habe auch meine niederländischen Kollegen aus dem Europaparlament mit einbezogen. Und am Endeffekt kam dann raus, dass auf der niederländischen Seite der Wille, das Gesetz zu ändern und anzupassen, effektiv nicht da ist. Also auch selbst der niederländische Kollege konnte bei den nationalen Kollegen in den Niederlanden an der Stelle nichts erreichen und auch die nationalen Kollegen nicht. Aber dann muss ich nicht sagen, Europa versagt, sondern da ist eine ganz klare Zuständigkeit auf der nationalen Ebene, wo Europa oder die europäische Freizügigkeit, der Grundsatz des sich frei bewegen Könnens, einfach nicht adäquat umgesetzt wird. Und das liegt halt eben oftmals an dem, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Europa funktioniert in der Regel da, wo Europa eine Zuständigkeit hat, eine direkte Zuständigkeit hat, immer ganz gut. Aber wir haben halt eben vieles, was immer noch als Hemmnis, als störend, gerade in der Grenzregion, nehmen wir das besonders wahr, wahrgenommen wird. Aber hier muss man, glaube ich, auch ganz klar Ross und Reiter benennen, damit das Bewusstsein dafür, wo sich in Europa was ändern muss oder wo auch auf der nationalen Ebene ein stärkeres europäisches Denken und Bewusstsein verankert werden muss, auch nochmal stärker werden. Und da bitte ich wirklich alle, die sich mit Europa identifizieren, um Unterstützung, weil das können wir alleine überhaupt nicht leisten. Ja, da kann ich natürlich jetzt zwei Dinge zu sagen. Einmal finde ich es immer wieder erstaunlich, auch wie wenig Lehrer zum Beispiel etwas wissen über das Angebot von Europe Direct. Die Büros gibt es ja wirklich europaweit und eigentlich gibt es für jede Region, also mindestens für jede Region in Deutschland ein zuständiges Büro. Ich sage das immer wieder, auch wenn ich jetzt in meiner Tätigkeit als Journalist mit Schulen zu tun habe, dass es diese Büros gibt und dass man sich da hinwenden kann und dass es sehr, sehr gutes Material gibt für alle Altersgruppen, um damit Unterricht zu gestalten. Das ist so die eine Sache. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass es einige KollegInnen gibt, die sich scheuen, europäische Themen zu machen, weil sie es selber kompliziert finden. Sei es die Sprache oder sei es der Aufbau. Aber ich würde gerne einen anderen Punkt aufgreifen, den Sie gerade so ein bisschen angerissen haben, Frau Verheyen. Ich gebe die Frage aber auch erstmal an den Herrn Freund zurück. Und zwar, ob im Parlament eher die Mitglieder der einzelnen Länder zusammenarbeiten oder die Zusammenarbeit eher in den einzelnen Parteigruppen, also zum Beispiel EVP oder die Gruppe der Grünen oder der Linken, geschieht. Das heißt, ist es eher eine Achse der Nation oder ist die politische Richtung stärker? Das fragt uns Ruth. Ich kann mich nicht entsinnen, irgendwo schon mal nur mit Deutschen an irgendwas gearbeitet zu haben. Also die ganze Organisation im Parlament ist entlang der politischen Linien ausgerichtet. Also wir sitzen in Fraktionssitzungen, wir haben zu jedem Ausschuss eine Arbeitsgruppe mit den Leuten, also in meinem Fall dann der Grünen, die im Verfassungsausschuss oder im Haushaltskontrollausschuss zusammenarbeiten. Alles ist immer
politisch und die Nationalität spielt wirklich nur eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Der einzige Punkt, wo die Nationalität eine Rolle spielt, würde ich sagen, ist, dass wir natürlich also uns als Abgeordnete von Bündnis 90, die Grünen im Europäischen Parlament, einmal im Monat zusammensetzen und auch sonst ab und an in Kontakt sind über das, was sozusagen für uns als deutsche Grüne relevant ist. Aber auch das ist ja dann zuvorderst mal politisch, weil wir sind eben Mitglieder derselben Partei. Genau, aber also in dem Sinne spielt die Nationalität wirklich eine sehr, sehr kleine Rolle, ist zumindest meine Wahrnehmung. Also es ist bei uns nicht anders. Also wir arbeiten in erster Linie in unseren politischen Parteienfamilien zusammen, in den Fraktionen. Natürlich tauscht man sich auch, ich sag mal, mit den Kollegen auch aus. Ich sag mal, im Kulturausschuss rede ich natürlich auch, wenn es um manche Medienfragen und Spezialitäten, ich sag mal, auch aus Deutschland geht, mit meiner Kollegin Petra Kammer-Ewert von der S&D. Oder ich hatte vor vielen Jahren, war Heide Rühle auch noch im Parlament. Ich weiß nicht, Daniel müsste sie eigentlich noch kennen. Die war für die Grünen die kommunalpolitische Sprecherin und Herr Simon für die Sozialdemokraten. Das sind natürlich aufgrund der eigenen Struktur, die wir in Deutschland und in Österreich haben, was die kommunale Selbstverwaltung angeht, das ist eine Besonderheit in Europa. Das gibt es in dieser Form nicht unbedingt in jedem europäischen Land, dass wir so starke, eigenständige Kommunen haben. Und da gab es natürlich auch Themen, die für die Kommunen Relevanz hatten, wo wir auch, ich sag mal, natürlich dann fraktionsübergreifend an einem bestimmten Thema mal aus einer ganz speziellen Sicht gearbeitet haben. Aber das ist, ich sag mal, im Verhältnis zu der Arbeit, die wir insgesamt machen, nur ausgesprochen klein. Man tauscht sich aus, man ist in Kontakt. Man versucht auch zu gucken, wo habe ich einen Ansprechpartner, auch um womöglich ein politisches Thema auch mal einen anderen noch mit ins Boot zu holen. Sie wissen ja auch, dass wir auf der europäischen Ebene nicht mit einer klaren Mehrheit und Opposition arbeiten, sondern im Endeffekt an den Sachthemen mit wechselnden Mehrheiten im Endeffekt die Themen diskutieren. Und da muss man natürlich auch fraktionsübergreifend sprechen. Und klar ist es erstmal einfacher, den deutschen Kollegen in der anderen Fraktion anzusprechen, wenn man einen im selben Ausschuss hat, der mit dem Sachthema auch befasst ist. Aber ich sag mal, insgesamt spielt das eher eine untergeordnete Rolle, sondern es ist wirklich in erster Linie die Zusammenarbeit entlang der politischen Familien und die Zusammenarbeit halt eben auch über Fraktionsgrenzen hinweg, unabhängig von der Nationalität, wenn es um Mehrheitsfindung geht. Da spielt es im Endeffekt keine Rolle, ob das jetzt eine dänische Kollegin ist, mit der ich meine Ideen, meine Themen, meine Änderungsanträge diskutiere und um Unterstützung bitte, oder ob das eine portugiesische oder eine griechische oder eine polnische Kollegin ist. Das spielt überhaupt keine Rolle, sondern es geht hier um die Sache dann in erster Linie. Mikrofon. Das passiert, wenn man das Mikrofon in dem Moment ausschaltet, wo man sprechen möchte. Nein, ich mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt 20.13 Uhr, würde ich gerne nochmal an unsere Zuschauer und Zuhörer mich wenden. Wenn Sie noch Fragen haben, stellen Sie uns die, dann bekommen wir noch ein bisschen Input und können Ihre Fragen hoffentlich noch beantworten. Okay, gut. Sind noch alle da. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit einer Frage von Herrn Christoph Riedel. Der fragt, sehr geehrte Frau Verheyen, sehr geehrter Herr Freund, wie können die Europaabgeordneten noch mehr in ihren Wahlkreisen präsent werden und in den Austausch mit den Menschen kommen? Herr Freund, was meinen Sie? Ich glaube, Zoom hilft schon mal, auf jeden Fall. Das macht es uns ein bisschen einfacher. Man muss noch mal darauf hinweisen, ich habe ja eben schon gesagt, es gibt mehr Bundestagsabgeordnete als uns. Der zweite Teil der Wahrheit ist, es gibt im Bundestag 22 Sitzungswochen im Jahr. Wir haben 40.
was dazu führt, dass wir einfach noch einen Ticken mehr eingebunden sind in die Legislative und die Ausschussarbeit und so weiter in Brüssel. Das macht es uns nicht einfach. Und wir zwei als Aachener Abgeordnete sind quasi noch die mit Abstand privilegiertesten im Europäischen Parlament, denn die Kollegen aus Nordfinnland oder Südzypern oder aus Portugal haben noch mal ein bisschen eine andere Anreise, als das für uns der Fall ist. Ich glaube, wir versuchen das auf allen Wegen. Ne? Wir sind beide auf allen sozialen Medien unterwegs, sind digital hier und versuchen, sobald die Corona-Situation es zulässt, natürlich auch wieder besonders viel in Person vor Ort zu sein. Aber es ist ganz klar eine Herausforderung zwischen der Arbeit in Brüssel, die viel Arbeit ist und auch viel, viel Zeit und Energie kostet und nebenher sozusagen immer im Wahlkreis präsent zu sein, das ist nicht ganz einfach. Aber also zumindest ich versuche das so gut es geht zu machen, da offen zu sein, auch immer, wenn es Einladungen gibt oder auch Fragen per E-Mail oder so, da eben drauf zu reagieren. Und ich hoffe und ich weiß von vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, dass wir da wirklich viel rein investieren, so offen und ansprechbar zu sein, auch wenn es nicht immer dann tagelang jede Woche im Wahlkreis zu machen ist. Also ich weiß, dass es ganz, ganz viele Versuche schon gegeben hat, wie die Arbeit im Parlament auch umorganisiert werden könnte, damit man eine Woche im Monat wirklich dazu hat, im Wahlkreis auch wirklich aktiv zu werden. Weil normalerweise sind wir von montags bis donnerstags eingespannt. Es gab mal die Überlegung, den Freitag strukturell in die Arbeit mehr mit einzubeziehen. Dann streiken natürlich die Daniel Freund gerade ja eben schon angesprochen hat, die dann eben nicht mal in anderthalb Stunden mit dem Auto oder mit dem Zug in Brüssel sind, sondern die womöglich Anreisen von 8, 9 oder 10 Stunden haben. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen aus Irland. Nun sollte man ja eigentlich meinen, Irland ist nicht so weit weg. Aber der fährt erstmal über 2 Stunden mit dem Auto bis zum Flughafen. Dann musste der von Irland, weil es meistens um die Uhrzeit von dem Flughafen, wo er hinfuhr, keinen Direktflug nach Brüssel gab. Entweder musste er dann über Dublin oder über London umsteigen und dann nach Brüssel rüber. Und da muss man ganz klar sagen, der war 8,5, 9 Stunden unterwegs. Das macht man auch nicht mal eben abends um 9 oder um 10 Uhr nach der letzten Sitzung am Donnerstag, sondern für den war der Freitag dann in der Regel immer der Rückreisetag. Und sowas muss man irgendwo auch ein Stück mit berücksichtigen. Auf der anderen Seite bin ich nach wie vor auch der Meinung, dass wir vieles von den positiven Dingen, die auch die Digitalisierung mitgebracht hat, auch mit rübernehmen sollten in die zukünftige Planung der Arbeit im Europäischen Parlament, sodass es wirklich dazu kommt, dass wir eine Woche im Monat wirklich auch für den Wahlkreis haben. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass man in direkten Kontakt auch zu den Bürgern treten kann. Ich freue mich auch wieder drauf, wenn die Corona-Zeit endlich zu Ende ist. Und ich sag mal, die ganzen Schulklassen, die bis letztes Jahr im März noch alle immer wieder gekommen sind, dann auch wirklich wieder zurückkehren. Ich sag mal, die Attentate in Brüssel haben ja schon einen ziemlichen Einbruch bewirkt, was die Willigkeit anging, mal das Europäische Parlament zu besuchen. Aber das ist dann durch Corona natürlich komplett zum Erliegen gekommen, verständlicherweise und auch richtigerweise. Aber ich war auch ein bisschen enttäuscht darüber, wie wenig Schulen eigentlich das Angebot eines virtuellen Besuchs des Europäischen Parlaments wahrnehmen. Das ist, glaube ich, auch durch die Europe Direct Büros kommuniziert worden. Wir haben es als Europäisches Parlament überall hin kommuniziert, dass man eben auch da, und einige Schulen machen es auch, das muss man auch sagen. Ich habe auch schon mehrere Austausche jetzt mit Studenten, mit Schülern über Zoom oder WebEx oder welches Tool auch immer. Es gibt so viele Konferenztools mittlerweile, die man dazu nutzen kann, dass wir da auch Austausch gehabt haben, in eine Diskussion gekommen sind, ist vielleicht im Moment sogar noch einfacher zu organisieren als früher. Insofern, Herr Riedel, Angebot steht wie immer. Wenn Sie Diskussionsbedarf haben mit Ihrer Klasse, womöglich online mal einfach mit Abgeordneten zu diskutieren, melden Sie sich bei mir, bei Daniel Freund. Ich spreche jetzt mal einfach frech für dich mit. Ich glaube, wir haben alle nichts dagegen, in eine Diskussion mit den Schülern einzutreten und ich sag mal, ein Stück Europa da auch zu versuchen zu vermitteln. Sehr schön, dass Sie das ansprechen. Der Herr Riedel hatte uns nämlich auch genau danach schon gefragt. In Bezug auf die Standorte des EU-Parlaments haben wir eine Frage von Eckhard Wendel und von einem anonymen Zuschauer, die im Grunde genommen in die gleiche Richtung gehen, nämlich
Einmal fragt der anonyme Zuschauer, ob es stimmt, dass das Parlament derzeit gar nicht in Straßburg tagt, und daran natürlich dann anschließend die Frage, ob es nicht eigentlich mal sinnvoll sei, diese Form der Geld- und Zeitverschwendung mit den unterschiedlichen Parlamentssitzen zu beenden. Und vielleicht können Sie ja auch noch mal sagen, was der Grund dafür ist, dass das bis heute nicht passiert ist. Herr Freund, würde ich jetzt dran nehmen, schön abwechselnd hier. Also der Grund war, wir als Parlament können es nicht entscheiden. Das Parlament hat sich wiederholt in der Frage positioniert und gesagt, wir würden es gerne entscheiden. Aber es steht im Vertrag, und Frankreich sagt, nein, es wird auch nicht verändert, sondern sie wollen das Parlament in Straßburg behalten. Und damit haben wir eben hauptsächlich diesen Doppelsitz. In Luxemburg sitzt ein bisschen Verwaltung, aber wir Abgeordnete kommen eigentlich nie nach Luxemburg, jedenfalls nicht fürs Parlament. Genau, es ist vertraglich vorgeschrieben, dass wir da 12-mal im Jahr hinfahren. Im Moment fahren wir nicht aufgrund der Corona-Situation. Das hat erstmal nicht so viel mit uns Abgeordneten zu tun, sondern hauptsächlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die natürlich auch mit müssen, die dann aber jedes Mal, wenn wir nach Straßburg fahren, müssten die bei der Rückkehr nach Brüssel 2 Wochen in die Quarantäne. Und das lässt sich im Moment einfach nicht organisieren. Deswegen waren wir seit letzten Februar nicht mehr in Straßburg. Ja, es ist eine vertrackte Situation. Wie gesagt, es braucht eine Vertragsänderung. Vielleicht, wenn wir ein großes Reformpaket schnüren, ist das auch eine der Sachen, die man damit verhandeln kann. Man müsste wahrscheinlich Frankreich einen irgendwie gearteten Ausgleich anbieten, dafür, dass sie diesen offiziellen Sitz des Europäischen Parlaments aufgeben, wobei man sagen muss, dass in der konkreten Arbeit sind wir halt in einem normalen Monat 3 Wochen in Brüssel und 1 Woche in Straßburg. Das heißt, das Gros unserer Arbeit findet hier in Brüssel statt, auch wenn vielleicht die französische Regierung das ein bisschen anders sieht. Ja, es war ja auch die Frage danach, wie kommt es eigentlich, dass verschiedene Standorte da sind? Zum einen muss man sagen, als die Europäische Union gegründet wurde, waren wir kurz nach dem Krieg. Es war eine irre Auseinandersetzung zwischen einzelnen Staaten da, und es war natürlich die große Panik, ich sag mal auch bei den Staaten, die sich, den 6 Gründungsstaaten, dass nicht einer die Dominanz über den anderen hat. Das heißt, der Grundgedanke der Europäischen Union ist, egal ob groß, mittel oder klein, man begegnet sich auf Augenhöhe. Das war mit der Grund, weshalb man damals sich dazu entschieden hat, nicht alle Institutionen an einen Ort zu packen, sondern eben auch zu sagen, wir verteilen auf einen kleinen, auf einen mittelgroßen und auf einen großen die europäischen Institutionen, die zu bilden sind. Und Kommissionssitz ist Brüssel. Das Parlament hat einen Arbeitsort, aber nicht der Sitz des Parlaments ist in Brüssel, sondern der Sitz des Parlaments ist Straßburg. Und ich weiß, dass Martin Schulz mal irgendwann im Rahmen dieser Debatte gesagt hat, okay, ihr wollt den Single Seat, dann ziehen wir jetzt komplett mit dem Parlament nach Straßburg. Da war natürlich der Aufschrei genauso groß, weil es natürlich auf der anderen Seite mittlerweile auch durch die Veränderung der Arbeit, man muss auch dazu sagen, als das Parlament begonnen hat, damals noch nicht als frei gewähltes Parlament, sondern mehr als parlamentarische Versammlung, da haben die sich, ich sag mal, ein paar Mal im Jahr getroffen. Das waren diese vereinbarten Sitzungen. 12-mal im Jahr musste das Parlament zusammenkommen für eine Sitzungswoche in Straßburg. Das war damals so auch zu organisieren, dass man auch dann Bürgermeister, Oberbürgermeister in einer Stadt wie Aachen sein konnte. Das ging zu dieser Zeit noch, nachdem, wie es heute ist, als mit Gesetzgebungsorgan wäre das gar nicht mehr möglich. Und die Arbeit hat sich so weit verändert, dass wirklich dann auch der Anteil der Arbeit nah bei der Kommission, nah bei den Behörden, die im Endeffekt ja die Gesetzgebung vorbereiten, wo wir in einer engen Kooperation und Abstimmung ja auch am Gesetzgebungsprozess im Parlament auch weiterarbeiten und die Anwesenheit oder die Nähe auch zu Kommission und Rat auch wichtig ist, um einen adäquaten Austausch zu ermöglichen. Der prozentuale Anteil der Arbeit ist natürlich immer mehr geworden, sodass im Endeffekt aus den überwiegend in Straßburg stattfindenden Plenarsitzungen
natürlich viel mehr Arbeitswochen geworden sind, die dann in Brüssel auch stattfinden. Das ist jetzt nur zur Erläuterung. Für mich wäre es genauso praktischer und angenehmer, wenn man nur in Brüssel tagen würde. Aber da kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. In Brüssel müssten wir deutlich um- und anbauen, damit alle Aktivitäten, die normalerweise in Straßburg auch stattfinden, in Brüssel dann auch wirklich stattfinden können. Und das, was in Brüssel oder in Straßburg ist, wenn wir jeweils nicht da sind, muss ja dann auch irgendwo untergebracht werden. Und da ist die Frage auch, wie das nachher sich finanziell auswirkt. Dazu muss man sagen, das Gebäude in Straßburg gehört uns. Das heißt, wir haben auch, wenn wir da nicht mehr tagen, nach wie vor eine Unterhaltsverpflichtung für das Gebäude, was auch nicht zu Nulltarif zu bekommen ist. Die Abgeordneten reisen sowieso. Das heißt, das, was wirklich die Hauptkosten verursacht, denn nach den Kosten wurde ja auch gefragt, ist im Endeffekt das Mitarbeiter des Parlaments, das Parlamentsverwaltung, das Kommissionsvertreter eben auch alle mit einem großen Tross dann mit nach Straßburg reisen. Die Zeit der Massen von LKWs, die mit Hunderttausenden von Kisten da anrücken, ist, glaube ich, in Zeiten der digitalen Umstrukturierung auch weitestgehend vorbei. Also ich habe meistens keine Kiste mit oder nur ab und zu mal, wenn ich Besuchergruppen habe und ich sag mal, die Informationstaschen und Broschüren, weil es dafür keine Ausgabestelle in Straßburg gibt, dann in Brüssel in die Kiste packe. Aber ansonsten haben wir alles digital. Und ich glaube, dass man gegebenenfalls auch die Kosten für Straßburg nochmal deutlich reduzieren könnte, indem man sagt, wirklich nur die unbedingt vor Ort sein müssen, sollen auch vor Ort sein. Aber vieles von dem, was an organisatorischen Dingen läuft, kann genauso gut auch online organisiert werden. Ich sag mal, derjenige, der die Rednerlisten fürs Plenum schreibt, der muss nicht in Straßburg sitzen. Das kann er auch vom Büro online verbunden in Brüssel ausmachen. Also da sollte man vielleicht auch in der Zukunft nochmal strukturiert darüber nachdenken, wie man auch die Kosten für Straßburg, solange es keine Vertragsänderung gibt, nochmal runterfahren kann, wo man Synergien nutzen kann und effizienter werden kann, auch in Bezug darauf, dass wir ja mittlerweile auch durch die Corona-Krise ganz andere technische Möglichkeiten auch im Parlament bekommen haben. Dann der Punkt Veränderung geht nur mit Vertragsänderung. Wir sind laut Vertrag verpflichtet, 12-mal im Jahr in Straßburg zu tagen. Und zwar auch nicht nur mit einer reduzierten Sitzungsdauer in dieser Plenarwoche. Das haben wir auch mal probiert. Ich weiß nicht, nee, da warst du noch nicht im Parlament, Daniel. Da hatte der Martin Schulz die kluge Idee, diese doppelten Sitzungen, die wir machen müssen, weil im August Parlamentsferien sind, müssen wir, damit wir den Vertrag erfüllen, entweder im September oder im Oktober eine zweite Plenarwoche in Straßburg abhalten. Und da hatte er die kluge Idee zu sagen, wir machen Montag, Dienstag eine Plenarwoche, unterbrechen diese Plenarsitzung. Mittwochs ist dann nichts oder beziehungsweise nur Fraktionen, unabhängig vom Plenum, und eröffnen dann für Donnerstag, Freitag wieder die Plenarwoche. Dann haben wir genauso die 4 Plenartage und frühstücken dann quasi 2 Sitzungswochen in einer ab. Dagegen sind die Franzosen vorgegangen vom Europäischen Gerichtshof und haben natürlich Recht bekommen, weil das war ein Umgehungstatbestand der Vorschrift aus dem Vertrag. Und das macht dann nochmal deutlich, Frankreich ist eigentlich überhaupt nicht willens, auf den Parlamentssitz zu verzichten. Sei denn wahrscheinlich, man bietet ihnen irgendwas ganz, 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 ganz Großartiges an. Ich weiß, dass in der Debatte darum, als der Brexit akuter wurde, wo geht denn die Arzneimittelagentur hin, man auch überlegt hat, könnte man die eventuell in dieses Parlamentsgebäude packen. Das war aber dann, ich sag mal, am Ende dann doch nicht das, was Frankreich auch zufriedengestellt hätte. Und es ist wirklich so, dass die Franzosen auch jetzt in der Corona-Zeit jedes Mal Rabatz schlagen und lamentieren, vor allem im September, als es in Straßburg gar nicht mehr so kritisch war, gab es ganz, ganz heftige Diskussionen auch mit dem Parlamentspräsidenten, weil die Franzosen sehr viel Druck gemacht haben, dass wir wieder in Straßburg tagen sollen. Dann kam ja dann die zweite Welle, damit war die Diskussion wieder erledigt. Aber wir haben da wirklich nur quasi freitags erfahren, dass wir montags doch nicht nach Straßburg reisen. Das war für uns als Abgeordnete auch nicht besonders prickelnd. Aber das lag mit daran, dass halt eben Frankreich sehr stark darauf gedrängt hat, die Sitzungen in Straßburg wieder, anlaufen zu lassen. Und das ist im Moment nur eine Ausnahme, die durch Frankreich geduldet wird, eben wegen der eigenen Situation
in Straßburg und wegen der wirklich unzumutbaren Situation für Mitarbeiter, wenn die beim Zurückkommen dann 2 Wochen in Quarantäne gehen müssten, dann werden wir arbeitsunfähig auch. Und ich glaube, das ist auf Dauer, wird das, ja, ich sag mal, wenn dann teuer erkauft werden müssen bei Frankreich, dass Frankreich auf den Sitz, das Parlament, der auf den Parlamentssitz Straßburg verzichten würde. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch 3 offene Fragen. Ich fange einfach mal mit der an, die am längsten schon offen ist. Die ist nochmal von Herrn Riedel, der fragt, wie kann Europa denn helfen, die jungen Menschen an digitaler Bildung teilhaben zu lassen? Kann das geschehen durch die Anschaffung von Digitalgeräten seitens der EU oder zum Beispiel durch bessere Gewährung von freien Internetzugängen? Oder ist das eigentlich relativ schwierig, weil es wieder viele nationale Zuständigkeiten fällt? Herr Freund, was sagen Sie? Also Bildung ist digitale Zuständigkeit, da können wir nicht so besonders viel machen. Wo ich jetzt eine Chance sehen würde, wir verteilen ja als Europäische Union gerade 750 Milliarden in allen Mitgliedstaaten mit diesem Corona-Wiederaufbaufonds. Da gibt es einen besonderen Fokus beim Klimaschutz, aber eben auch in der Digitalisierung. Und da könnte man was machen. Und so wie ich bisher die Signale aus der Bundesregierung verstehe, soll da ja in Deutschland auch was passieren, dass Schulen, dass Lehrerinnen und Lehrer und ich hoffe auch der ein oder andere Schüler da mit besserem Material ausgestattet wird, dass aber ein Teil dieses Geldes eben auch in schnelleres Internet überall in Deutschland fließt. Das ist ja so ein bisschen, das wird irgendwie seit 20 Jahren gesagt und passiert ist relativ wenig. Hilft dieser europäische Fonds da jetzt mal Bewegungen in die Sache zu bringen. Ich musste gerade sehr überlegen, wir haben gesagt, wir machen es nicht zu parteipolitisch, aber ich wollte dann doch sagen, dass die Besetzung unseres Digitalministeriums mit Bayern in Deutschland über viele, viele Jahre da mit ein Grund ist, glaube ich, warum das so läuft, wie es läuft. Ja, ich werde jetzt nicht an dieser Stelle parteipolitisch, denn zaubern hätten auch die anderen wahrscheinlich nicht können. Denn ohne die Unternehmen ist es ganz, ganz schwierig, vorwärts zu kommen. Und solange wir uns mit Vectoring befassen und nicht mit Glasfaserausbau, kommen wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht wirklich weiter. Wir sind da auch als Deutsche eher im unteren Mittelfeld als wirklich führend. Wir halten uns zwar immer für besonders toll, aber was den Ausbau von Digitalstrukturen angeht, hängen wir da etwas zurück, was vielleicht auch mit daran liegen mag, dass wir natürlich in vielen öffentlichen Bereichen funktionierende Systeme haben. Wir wundern uns ja immer darüber, warum Estland unter anderem auch bei der digitalen Bildung viel besser aufgestellt ist als wir oder manche nordischen Staaten. Aber in Estland lag es schlichtweg daran, als sie in den 90er Jahren eigenständig wurden, mussten die eine komplett neue Verwaltung aufbauen und die haben die dann direkt auch digital aufgebaut. Und dazu brauchte man die Infrastruktur bis in den letzten Winkel. Aber das war unterm Strich für die immer noch besser und günstiger und fortschrittlicher, nachhaltiger, als anzufangen, analoge Verwaltungsstrukturen komplett neu aufzubauen, nachdem die Russen weg waren. Und so hat mir das auch eine estnische Kollegin erklärt. Und deshalb sind die sofort komplett direkt mit einem Denken an die Neustrukturierung rangegangen, die die digitalen Möglichkeiten mit einbezogen hat. Und das war auch in Bezug auf Bildung so. Was wir auf europäischer Ebene machen können, es gibt zum einen den Aktionsplan, Digital Education Action Plan, wie man bei uns so schön immer auf Englisch dann bezeichnen, also einen digitalen Aktionsplan für Europa, den die Kommissarin Gabriel jetzt nochmal neu aufgelegt hat. Wir hatten ein kleines Plänchen, das über 2 Jahre lief, das aber nicht viel erreichen konnte in der Kürze der Zeit. Da gab es Initiativen für Lehrer, für Schulen, in der Kooperation, in grenzüberschreitender Kooperation über Best-Practice-Austausch, halt eben auch auf einer Plattform digitale Bildungstools, didaktischen Austausch zu machen, weil digital Unterricht zu machen ist natürlich was anderes als vor Ort Unterricht zu machen, physischen Präsenzunterricht abzuhalten. Wir sind da auch dran, dass wir mit den Mitgliedstaaten gemeinsam versuchen zu erarbeiten, wie auch in der Lehrerausbildung die Digitalisierung, ja, ich sag mal, verstärkt Einzug halten kann, denn ich muss auch Lehrer von vornherein auch
auf diese Möglichkeit des Unterrichts schulen. Das ist etwas, was jetzt natürlich alles im Hauruck-Verfahren im Rahmen der Digitalisierung hat stattfinden müssen. So etwas muss struktureller laufen. Wir wollen da, da bin ich mit Maria Gabriel im Moment dran, das ist auch so eine Sache, wo man sagen kann, was macht man denn konkret? Und da muss ich jetzt mal sagen, Daniel, Bayern hin, Bayern her. Es gibt auch gute Ideen zur Digitalisierung, die aus Bayern kommen. Wir haben da im Moment ein bayerisches Unternehmen, das mit der Kommission da zusammenarbeiten möchte, wo digitale Lerninhalte und Lehrinhalte auf einer gemeinsamen Plattform, europäischen Plattform zur Verfügung gestellt werden sollen, wo das Material dann auch oder auch das, was da eingestellt wird, auf Dauer mittelfristig in alle europäischen Sprachen übersetzt werden, sodass sich Lehrer, ich sag mal, einmal an den entsprechenden Tools bedienen können, selber aber auch ihre erarbeiteten Lehrmaterialien für digitalen Unterricht mit einstellen können, sodass wir hier zumindest auch, ich sag mal, eine stärkere Form des Austauschs miteinander hinbekommen. Das ersetzt natürlich nicht die Ausstattung mit schnellem Internet. Mein Bruder ist selber Schulleiter an einem Gymnasium im Bergischen. Ich sag mal, das hat auch nicht besonders viel geholfen, als denen dann die entsprechende Anzahl Laptops, die über das Bundesprogramm zur Verfügung gestellt wurden, dann über die Länder, dass die bekommen haben, weil die wurden dann von der Kommune nicht in das kommunale IT-System mit eingepflegt, was die Schule im Endeffekt ja auch mit ausstattet. Sowas kennen wir ja auch hier aus der Region, wenn die Regio-IT die Computer nicht entsprechend konfiguriert und ins System einspeist, kannst du damit nicht im Schulsystem arbeiten. Und der hat also da auch dann eine ganze Zeit lang warten müssen. Da waren die Computer zwar da, aber es wurde dann kommunal nicht eingepflegt. Wir haben natürlich auch in Deutschland ein ausgesprochen komplexes System der Zuständigkeiten. Für die sächliche Ausstattung sind dann die Kommunen zuständig, für die Lehrerausbildung und die Didaktik und die Inhalte ist das Land zuständig. Dann kommt der Bund, der noch mit irgendwelchen Forderungen von oben mit reinkommt. Dann kommen wir auch noch, wir Jecken-Europäer, und versuchen da auch noch mal einen oben drauf zu setzen. Ich weiß, dass das für viele einfach nicht durchschaubar ist, aber wir versuchen schon über die unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir also die begrenzten Möglichkeiten, auch finanziell, die wir haben, in diesem Bereich wirklich dafür zu sorgen, dass in den Mitgliedstaaten da einfach viel mehr passieren muss. Und ich glaube, dass der Blick über den Tellerrand auch uns in Deutschland an der Stelle vielleicht mal gut tut, weil wir wirklich in vielen anderen Ländern da schon deutlich besser aufgestellt sind als in Deutschland, wohingegen allerdings die Covid-19-Krise auch deutlich gemacht hat, dass wir, ich sag mal, einen großen Teil der Schüler wirklich zurückgelassen haben in Europa. Und da sind wir in Deutschland vielleicht dann doch nicht ganz so schlecht wie in manchen anderen Ländern, wo die Unterschiede gerade auch zwischen Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten sozialen Verhältnissen, womöglich im ländlichen Raum, wirklich gar keinen Zugang zu Bildung hatten, wurde das bei uns zumindest dann noch durch Notfallunterricht und andere Dinge sichergestellt. Aber da haben wir im Moment in Europa ein richtig großes Problem durch die Corona-Krise, dass wir das Gefälle zwischen den unterschiedlichen Schülern, zwischen den unterschiedlichen Kindern, dass das teilweise sehr, sehr groß ist. Vielen Dank. Herr Freund, wollen Sie dazu noch was ergänzen? Nee, ich glaube... Okay, ich habe noch eine Frage, die ich gerne als Abschluss stellen würde. Es ist noch eine weitere, die auf Halde liegt. Da würde ich sagen, dass ich diese Frage nachher an Frau Verheyen und an Herrn Freund weiterleite. Dann können die schriftlich beantworten, weil wir sind schon 6 Minuten über die Zeit. Aber diese letzte Frage, die ich aufgreifen möchte, die kommt von Gabriele, die fragt, also sie hat ein Thema umgetrieben, was wir gerade auch angesprochen haben. Besteht denn die Möglichkeit, aus Deutschland eine Genehmigung zu erteilen oder eine Genehmigung zu erteilen, dass ein 17-jähriger begleiteter Fahrer in die Niederlande fahren darf? Schließlich ist eine Begleitung dabei. Es müsste doch gewisse Öffentlichkeit wecken. Und sie fragt sich, wo liegen denn da eigentlich die Hindernisse? Was ist da das Problem? Warum klappt das nicht? Warum sind das wieder so nationale Befindlichkeiten oder gibt es da handfeste Gründe für? Herr Freund, wissen Sie da was drüber oder ärgert Sie sowas auch? Sabine hat den Fall bearbeitet, kann es noch besser. Aber wir können halt in Deutschland immer nur entscheiden, was in Deutschland läuft. Wir können im Zweifel den Niederländern erlauben, bei uns zu fahren. Aber wir können nicht bestimmen, was die Verkehrsregeln in den Niederlanden sind.
Genau, klar. Das ist das. Also Verkehrsrecht ist Sache der Nationalstaaten. Wir haben zwar die gegenseitige Anerkennung der regulären Führerscheine, aber da es sich bei dem Führerschein ab 17 ja nicht um eine reguläre Fahrerlaubnis, mit der ich alleine selber Auto fahren kann, handelt, sondern um eine Ausnahmeregel. Und wie gesagt, auch die niederländische Regel ja eine Ausnahmeregel von dem ist, was europäisch auch vereinbart ist, kann man hier nur auf Gegenseitigkeit gehen. Und das Thema ist, wie gesagt, mit der niederländischen nationalen Ebene besprochen worden. Und es liegt schlichtweg daran, dass man auf niederländischer Seite sagt, wir wollen das Gesetz nicht anpacken, wir gehen da nicht dran. Wir haben keine Lust, nach all den Diskussionen, die man überhaupt dazu hatte, jetzt das Ding aufzumachen und dann auch noch, ich sag mal, das für ausländische Jugendliche oder junge Leute auch noch möglich zu machen, was natürlich dann dazu führt, dass sowohl als auch ab der Grenze sofort Schluss ist. Das heißt, wenn ich womöglich dann auch mal mit begleitetem Fahren den Verwandten jenseits der Grenze besuchen will, dann muss ich eben an der Grenze aussteigen und Papa oder Mama oder wer immer mein Begleiter beim Fahren ist, muss ich dann für die letzten Kilometer ans Steuer setzen. Das ist natürlich doof, sage ich ganz ehrlich. Ich finde es auch nicht besonders amüsant, dass man da keinen richtigen Grund genannt bekommt, warum man das. Also es gibt, soweit ich weiß, nicht wirklich einen Sachgrund, sondern eher mangelnder politischer Wille, an diese Gesetzgebung einfach nochmal ranzugehen. Und die Niederländer müssten dafür das Gesetz ändern, um da eine gegenseitige Anerkennung zu machen. Ist das ein, Herr Freund, finden Sie, dass das ein generelles Problem ist in der EU? Dass es häufiger so Fälle gibt, wo es so auf so kleiner Ebene hakt? Das ist sicher so, ne? Und es ist auch viel so, dass wir sehen, ne, es gibt ja zwei Arten der EU-Gesetzgebung. Es gibt Richtlinien und Direktiven. Also um es mal grob zu sagen, eine Art von Gesetz sagt einfach, wie es ist und dann gilt es überall direkt in der ganzen EU gleich. Und die zweite Art ist, in Deutschland nennt man das, glaube ich, mehr so Rahmengesetzgebung. Da ziehen wir einen Korridor und dann können sich die Mitgliedstaaten überlegen, wo sie darin landen. Und ganz oft läuft es halt so, erst findet sich nicht die politische Unterstützung, es einfach europäisch und überall gleich zu regeln. Also machen wir erstmal einen Rahmen. Dann merken wir, dass alle Länder es irgendwie unterschiedlich machen, dass das zu ganz schön viel Chaos immer noch führt und zu Unterschieden. Und dann kann man sich 5 oder 10 Jahre später vielleicht durchringen, es dann doch einheitlich zu machen, sodass es überall gleich ist. Aber ja, das ist das ständige, ne, Drehen an den kleinen Rädchen, sodass es sich voranbewegt. Aber es braucht für jedes Problem immer einen, der sich kümmert und der dann im Zweifel auch mal ein paar Jahre wirklich daran kämpft, dass das und das kommt. Und das kann halt jeder von uns, kann nur eine begrenzte Anzahl von Dingen regeln in der Zeit, in der wir im Parlament sitzen. Und die anderen Sachen bleiben in der Zeit im Zweifel liegen, weil sich niemand anders drum kümmert. Das ist aber nicht nur in Europa so, das ist, glaube ich, ganz allgemein einfach in der Politik so, wenn es keinen gibt, der ein Problem aufgreift, dann wird es im Zweifel auch nicht gelöst. Aber dann müssen sich da, wo es wirklich stört, eben auch die Bürgerinnen und Bürger sonst mobilisieren, eine Bürgergemeinschaft gründen und ihrem Unmut über das Problem eben Ausdruck verleihen und der Politik immer wieder Druck machen, dass sich was bewegt. Weil wenn da so ein Druck kommt, dann funktioniert das normalerweise auch und es tut sich was. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, die Zuschauer, die meisten sind noch bei uns, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, dass Sie was gelernt haben, vielleicht auch was Neues gehört haben. Und wir würden uns freuen, wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen bei unserer nächsten Veranstaltung in der Reihe Europa am Dienstag. Dazu finden Sie alle Informationen auf der Website des Europe Direct Büros in Aachen. Da können Sie sich auch für ein Newsletter anmelden, dann verpassen Sie gar keine Veranstaltung mehr. Und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen schönen guten Abend, eine gute Nacht und dass Sie gesund bleiben. Ciao, ciao, vielen Dank. Tschüss. Ciao, vielen Dank. Tschüss.